in erster Linie spielst du Fußball aus Liebe zum Spiel, weil du das einfach als kleines Kind gern gemacht hast. Und wenn du das gern machst und alles dafür tust, dann bekommst du auch etwas zurück. Und es ist umso schöner, wenn die Leute sagen, ja, das ist ein ganz guter Spieler gewesen oder ein Spieler, der bei uns vieles gemacht hat. Weil die Leute interessiert nicht die Bankkonto, es interessiert auch nicht, was für ein Auto du fährst, ob du in die Ferien gehst mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug. Das ist alles nebensächlich. Die Leute meiner Meinung nach, und für das habe ich gespielt, ist, dass sie einfach sagen können, wenn du durch die Stadt läufst, danke vielmals, es war eine coole Zeit. Hallo, mein Name ist Alex Frey. Ich habe zwei Zeiten beim FC Basel erlebt, von 1995 bis 1998 und von 2009 bis 2013. Und das ist meine Geschichte. Der Ursprung, wie ich eigentlich zum FC Basel gekommen bin, war ein Schülerturnier, wo man mit der Sekundarschule Oberwil hier auf der Jockeli-Anlage hatte. Und dann hat Robert Kammer, hat er geheissen, der Mann, hat sich glaub, um Scouting kümmert vom FCB. Dazumal vielleicht, ich erlaube mir jetzt zu sagen, vielleicht ein oder zwei Scouts. Das war noch nicht so ausgeprägt wie heute. Und er hat mich gefragt, nach dem Schülerturnier, ob ich mir doch vorstellen kann, ein Probetraining zu machen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist für mich kein Problem. Wir müssen einfach wissen, ich spiele bei Asch und so. Und dann habe ich irgendwann einmal ein Aufgebot bekommen, für so ein Probetraining, so ein Testspiel, ein Intens, da waren 22 oder 30 Spieler. Und da habe ich dort einfach einmal mitgeschüttet und dann hat man gesagt, los, du kannst hier gerade bleiben. Und bin dann zu den A-Junioren gekommen, was heute U18 ist. Und habe dort eine Saison A-Junioren gespielt, aber nicht, wie soll ich sagen, einfach als Fan vom FCB, die Verbundenheit. Hat es immer lässig gefunden, als kleiner Bub in ein Stück auf der Gegengrade, da zumal noch im alten Jockeli beim Bahndamm dort sein, die Spiele verfolgen und dann ein Teil sein von einem Spieler. Aber ich habe mir nie vorgestellt oder erträumt, den Anspruch schon gehabt. Und der Ehrgeiz in dem Sinn. Aber man kann ja nicht sagen, jo, ich weiss, ich spiele mal irgendwie beim FCB. Sondern das ist dann einfach so systematisch Schritt für Schritt gekommen. So die Anfänge. Wie soll ich sagen? Du warst dabei gewesen, aber doch nicht. Aber es ist einfach so ein bisschen, du hast gemerkt, dass deine Kollegen aus der Schule unglaublich stolz sind auf dich und hoffen, dass du es packst. Aber mir ist relativ schnell bewusst worden, dass ich keine Chance habe, in diesem Alter, in diesem Zeitpunkt, mit dem Ganzen, was war, mit vielen guten Spielern, aber es hat nicht harmoniert, aber viele gute Spieler auf dem Papier gehabt, dass ich hier nicht werde zu meinen Einsatzzeiten kommen oder zumindest einfach ein Teil von meinem Team spielen. Das ist mir relativ schnell bewusst geworden. Also der Ursprung von dieser ganzen Geschichte war so, dass der Marco Streller eingeladen hat zur Hochzeit. Und ich da in der Kirche gehockt bin und der Bernhard Häusler sich neben mir angesessen hat. Und er hat mich im ersten Moment gefragt, ich muss nachher schnell ausholen, weil es gibt einen zweiten wichtigen Aspekt. Er hat sich neben mir angesessen und hat dann einfach gesagt, was haltest du von dem und dem Trainer? Weil man hat sich gerade getrennt von Christian Gross und man hat da zwei, drei Kandidaten gehabt, hat mich nach einem Namen gefragt und die haben eine Einschätzung gegeben, weil ich den Trainer auch selber hatte. Nichtsdestotrotz hat aber der Bernie Häusler gewusst, dass ich sechs Monate oder acht Monate vorher ihm gesagt habe, weil er mir aus Jux in Genf im Hotel bei einem Nationalmannschaftszusammenzug gesagt hat, los Alex, irgendwann hole ich dich zurück. Und dann habe ich so, wie ich bin, dazumal vielleicht noch ein bisschen mehr überheblich als heute, habe ich ihm gesagt, ja, du weißt, dass du ein Rennpferd kaufst und nicht einen Ackergaul. Und dann hat er gelacht, oder? Und hat es sehr lustig gefunden. Und dann ist eben die Hochzeit gekommen. Und nachdem sind wir am gleichen Tisch geguckt, auch während dem Essen. Und wie das so ist, ob gesteuert oder nicht gesteuert, ist mein Glas immer voll gewesen.
Ich habe wieder ausgetrunken, langsam der Rotwein und das Glas ist wieder voll gewesen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass eigentlich vom Alkoholpegel der Bernie Häusler wie auch der Gegen Heiz auf ähnlichem Niveau sind wie ich. Und dann haben sie ja von Schwärmen vom FCB, dass man eigentlich etwas will aufbauen wieder an, und dass man da nicht akzeptieren kann, dass nur zweimal oder dreimal Meister in den letzten 10 Jahren oder 8 Jahren mit dem Christian Gross, sei. Man möchte eigentlich eine Ära einläuten, wie ich das würde sehen. Und dann habe ich ihnen eigentlich relativ sehr gesagt, wenn dass ich zurückkomme, dann komme ich zurück. Ich begrüße ganz herzlich seit dem Viertelvereins offiziell Spieler vom FC Basel, unsere neue Nummer 13. Willkommen daheim, willkommen da, wo du herkommst und angehörst. Willkommen, Alex Frey! Ich habe immer gesagt, ich möchte dann zurückkommen, wenn ich Leistung zeigen kann für den Verein. Und es wird Zeit, dass wir im FC Zürich wieder die Pokale wegnehmen und die auf Basel holen. Wenn man den Weg so ein bisschen verfolgt und so, ich habe ja immer gesagt, ich habe eine Rechnung offen gehabt mit dem FCB, dann hat mich das ungemein berührt. Also berührt in dem, dass du der Ursprung eigentlich getäuschelt worden bist oder an der Transfersumme angerechnet worden bist mit dem Ivan Gnez und dem George Koumantarakis. Und irgendwann, ein paar Jahre später, wirst du vorgestellt in einem Stadion vor 28.000, 30.000 Zuschauern und hast gemerkt, dass du hier willkommen bist und einen herzlichen Empfang hast. Also vor allem in Basel. Ich habe dann relativ schnell gecheckt, dass es in der übrigen Schweiz nicht so ist, dass alle Hurra schreien, dass du zurückkommst zum FCB. Und das hat mich ungemein berührt, muss ich sagen. Über all die Jahre, so die Rechnung dann können zu begleichen. Und dass es am Schluss dann eigentlich so aufgegangen ist, wie es die 4 Jahre aufgegangen ist, das hat sich auch der Bernhard Häusler wie auch der Gegen Heiz nicht erträumen lassen. Selbstverständlich war das auf dem Papier so. Das ist richtig. Und auch gegen aussen ist das so vermittelt worden. Aber intern war es komplett etwas anderes. Also das heisst, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber du hast die Persönlichkeiten gehabt, die es vermittelt haben, dass du einen 13-Punkte-Vorsprung aufholen kannst. Also du hast es gehabt. Und du hast nicht 3-4 gehabt, sondern das waren 8-9 gewesen. Und die haben relativ das Ganze dann ein bisschen gezogen und aus diesen 8-9 kristallisieren sich nochmal 2-3 raus. Das ist so in jedem Team. Aber das Vermitteln intern, dass man es packen kann, das war immer da gewesen und der Glaube war immer da gewesen. Man hat es einfach nach außen, hat man ein Commitment gemacht und man sagt, ja, man probiert jetzt wieder den Anschluss zu finden. Aber innerhalb des Teams war immer noch das Thema gewesen, den Meistertitel immer noch zu holen. So von der Konstellation her war ich zurückgekommen vom Anbruch plus minus. Der Marco Streller hatte Adduktorenprobleme, also beide nicht gespielt. Aber eigentlich so wie der Thorsten ist und war als Trainer, unglaublich vorgelebt. Also nicht der Trainer, der gesagt hat, ja, jeder Spieler ist wichtig und dann gibt es ab Nummer 18 bis 30 spielst nie eine Rolle. Sondern er hat das eiskalt durchgezogen. Er hat die Jungen gebracht, wenn einer ausgefallen ist, rechte Verteidiger, dann hat er den jüngeren rechte Verteidiger gebracht und so weiter. Und das war, glaube ich, der Schlüssel zum Meistertitel. Plus unglaublicher Sherdan Shaqiri, der in jungen Jahren linken Verteidiger gespielt hat auf einem Niveau, wo für einen Jungen eigentlich außergewöhnlich ist. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, der Scheck wäre der beste linke Verteidiger auf der Welt, wenn er es akzeptiert hat, linke Verteidiger zu spielen. Aber das weiß er, ich tue da nicht hinter seinem Rücken reden, sondern ich habe das in den letzten 10 Jahren ein paar Mal gesagt. Vielleicht ist die Aussage an sich bei der Vorstellung, aber manchmal fällt einem nichts besser ein, als ein bisschen eine grosse Klappe haben. Und ich gesagt, es wird Zeit, das Pokal wieder zurückkommen auf Basel.
was hätten wir uns anhören müssen, wenn es nicht geklappt hat, oder vor allem ich. Und darum ist es also einfach eine Befriedigung, eine Genugtuung für die Saison, eigentlich, die wir erlebt haben als Team. Weil die Mannschaft eigentlich eher dort in der ersten Saison gewachsen ist. Ja. Man hat viele Veränderungen dann gehabt in der Saison 10-11. Also neue Spieler dazugekommen, man hat sich wieder verbessert, meiner Meinung nach. Man ist stärker geworden als in der Meistersaison 19. Und es ist einfach für mich so als erster Meistertitel, ich glaube, das bleibt immer in Erinnerung. Und dann noch mit dem FCB, das war noch besonders gewesen. Lustig, wenn man so Gruppen oder so singen, das ist mal ein Goal. Und ich finde das eigentlich so amüsant. Das verbindet eigentlich das Goal gegen GC. Und wie ist das eigentlich zustande gekommen, das Goal? Das Goal ist, ich weiß nicht, 84. oder 86. gewesen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, komm, viel mehr können wir gar nicht rissen. Also probierst du mal einfach auf das Goal zu schießen. Es ist ja nicht so, dass du dir sagst, jawohl, ich schieße jetzt von 30 Meter, 35 Meter in den rechten Winkel. Also, die Schusstechnik an sich, ja, aber dass es dann genau noch so einschlägt im Goal, ist dann schon ein bisschen, also nicht Zufall, es ist klar, es ist auch ein Stück weit Übung, aber am Schluss braucht es auch die Portion Glück, weil du hast in einem solchen Schuss hast du zwei Varianten, entweder so, wie es war, das ist einmal ein Goal, oder du hast die Variante über das Stadiondach. Voilà, zum Glück ist es die erste gewesen. Das ist eigentlich so das Zusammenspiel, wo wie soll ich sagen, darum schwelgt man ja in diesen Erinnerungen, weil es einfach schön war zum Anschauen. Und das Goal war eigentlich prädestiniert, um die Ära oder die Zeit zu beschreiben. Das ist die Chance, die Basler haben. Streller! Auf die Fehler der Bayern warten, hat Thorsten Fink gesagt. Streller macht das fantastisch und Alex Frei ebenso. Die beiden verstehen sich, ja, man sieht hier, sie verstehen sich blind. Ich finde einfach, man muss ein bisschen aufpassen, oder? Weil man hebt immer so Match aus, Bayern München oder Manchester United auswärts, Manchester United daheim und so. Der Weg dorthin an sich fällt viel nebeneinander stehen. Also ich kann mich auch erinnern, dass im 2009, als ich oben mir irgendwo so eine UEFA-Cup-Qualifikation in Reykjavik hatte, auf einer Kuhwiese oder Schofswiese. Und es war die ganze 24 Stunden hell gewesen. Also, was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass das Basis vom Fußball ist, um dass du irgendwann einmal bei München spielen kannst. Das darf man nicht vergessen, oder? Und dann hat man eine Qualifikation auch spielen mit Sheriff Tiraspol, wo ich dort angekommen bin, gar nicht für möglich gehalten habe, dass in Moldawien irgendein Trainingszentrum ist, weil das Trainingszentrum von Sheriff Tiraspol, also, das ist dann gehobenes Bundesliga-Niveau, das muss man einfach so sagen. He? Und dann bin ich dort verschrocken. Und das sind eigentlich die Wege, um eigentlich so Bayern München und Manchester United zu haben. Und das muss eigentlich den Leuten wieder ein bisschen bewusst werden. Ja, also Schlüsselmoment, wie soll ich sagen? Wir haben 3-1 in Rom gewonnen. Das Goal an sich, das ich schieße, ist relativ von der technischen Ausführung relativ schwierig, wenn ich das so sagen darf, ohne irgendwie überheblich zu sein oder so. Aber es ist relativ schwierig. Ein Dropkick mit links ist auch wieder Sekt oder Selters. Vor allem mit links. Rechts kann man noch darüber diskutieren, aber vor allem mit links. Wo aber für mich persönlich eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, in meiner Zeit beim FCB habe ich eigentlich immer, bis ich zurückgetreten bin in der Nationalmannschaft, immer so ein bisschen an Fronten müssen kämpfen. Also Fronten müssen kämpfen. Wahrscheinlich habe ich die beste Saison gespielt nach dem Rücktritt in der Nationalmannschaft beim FCB, 11-12. Weil bis dahin, wie soll ich sagen, immer so ein bisschen überall müssen Kritik aussitzen, anhören. Du hast, warum trifft er nicht in der Nazi? Bei Basel schießt er aber Goal. Und dann sagen die anderen, ja, weil er Ball nicht bekommt und weiss nicht was. Und die anderen sagen, ja, es ist kein Wunder, in der Super League längt es noch, aber er hat das Alter nicht mehr für international und bla bla bla. Und ich hatte dann immer so Momente, wo ich persönlich dann mit Goal eine Antwort geben konnte.
Und für einen FCB an sich ist es einfach, ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist, dass du die grosse AS Rom 3-1 auswärts schlägst mit Spielern wie Totti, De Rossi und wie die alle heißen. Also ein bisschen Demut wäre immer noch ganz angebracht. Das Resultat in der Halbzeit widerspiegelt nicht unsere Leistung. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch dort zwei, drei grosse Chancen schon in der ersten Halbzeit, um ein Goal zu machen. Und Thorsten Fink, einfach so, wie er war, als Trainer, hat dann gesagt, Jungs, seid ihr bekloppt, ihr könnt hier gewinnen. Und dann habe ich im Strelli in der Kabine gesagt, sag mal, ist das nicht ganz normal? Wir können froh sein, ist nicht 5-2, oder? Und dann hat der Strelli mir gesagt, ja, lass reden. Und dann hat er weitergeredet. Und irgendwann bist du so wieder aus der Kabine raus, dass du knapp durch die Tür gekommen bist, weil du wieder oben so breit bist und voller Selbstbewusstsein. Und dann haben wir das Spiel gekehrt. Aber wir haben das Spiel gekehrt aufgrund von Persönlichkeiten, von frechen Siechen, von einfach eine Konstellation, wo man schlichtweg muss sagen, was ich gesehen habe, auch beim Video von Benny Huckel. Ich möchte eigentlich ein bisschen noch ausholen. Ich habe dazu mal nach dem Manchester United-Match in der Kabine gesagt, Jungs, genießt den Moment. Ihr werdet das nie mehr haben in eurem Leben und der FCB in den nächsten 50 Jahren nie mehr. In dieser Konstellation, Achtung. Und wir haben das, wie Benny gesagt hat, das ist einfach ein Aha-Erlebnis gewesen, wo der FCB wahrscheinlich ab dem Moment ein bisschen auch auf eine andere Stufe gehoben hat. Das Spiel hier gegen Manchester daheim ist, wie soll ich sagen, selbstverständlich braucht es immer einen Gegner, der die unterschätzt. Und Manchester United hat uns auch im Rückspiel unterschätzt. Also sie haben das abgegolten als Ausrutscher. Und als ich aber rübergeschaut habe, wie sich die Stars einlaufen, habe ich in der Mannschaft gesagt, in der Kabine, dass wir werden gewinnen. Weil wenn du so einläufst und so überheblich bist, dann kannst du den Schalter nicht mehr umlegen, auch wenn du unglaublich gut bist. Und das ist wahrscheinlich vielleicht das beste Spiel in der Geschichte des FCB. Also aus jeglicher Hinsicht. Wenn man die Mannschaft anschaut von Bayern München, mit Ribéry in Topform, Arjen Robben in Topform, Mario Gomez in Topform, Schweinsteiger, Lahm und wie die alle heißen. Also viel bessere Mannschaften hat es bei Bayern München nicht mehr gegeben, nachher, wie die im 12 im Finale war und 13 gewonnen hat. Also wir haben gewusst, dass es unglaublich schwer wird sein. Und wenn du Bayern München mal provoziert hast, dann musst du grausam parat sein, um dem Wirbel entgegenstehen oder standhalten. Und nachdem, als der Dragovic dann noch in der Zeitung gesagt hat, so wie er halt ist, der Drago, ja, der Mario Gomez, der kann nichts. Dann haben wir nur noch so gemacht in der Kabine. Meine Güte, was erwartet uns jetzt im Rückspiel? Und nach dem vierten Goal hat dann der Gomez zum Dragovic auch noch etwas gesagt. Und dann habe ich dann gesagt, du Drago, vielleicht im Lernprozess als Junge wäre es besser, nächstes Mal einfach mal Fresse halten. Ich sage eigentlich, dass es im Fußball selten Zufälle gibt. Sondern du kannst Zufälle einerseits versuchen, so klein wie möglich zu halten. Und du kannst aber auch vieles provozieren. Und wahrscheinlich am Ende des Tages hätte es einfach so müssen sein. Und das war eine relativ coole Sache gewesen, muss ich sagen. Ja. Bei mir war es eigentlich so, dass ich relativ gespürt habe, immer, sobald der Ball den Fuß verloren hat, konnte ich dir sagen, eigentlich, ob er reingeht oder nicht. Oder die Chance, die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass er reingeht oder nicht. Und im Moment, wo ich den Ball geschlagen habe, habe ich gewusst, ja, es ist relativ ordentlich unterwegs. Dass er natürlich dann gerade so plus minus ins Lattenkreuz geht und ist Glück, Schicksal, erzwungen, erkämpft, mit der ganzen Kraft reingelegt. Ich weiß nicht, wie man es will sagen. Und so ist es wirklich für mich eigentlich ein bereinigter und schöner Abschied von einer Karriere. Ja. Was mir einfach am Herzen liegt an sich, ist dass die Leute wieder, wie soll ich sagen, dass die Leute an sich in Basel wieder lernen, dass einfach gewisse Sachen nicht selbstverständlich sind. Dass die Leute wieder das Verständnis eigentlich aufbringen, dass man in Basel wieder lernt, man geht wegen dem FCB.
Kein Spieler wird jemals grösser sein als der Verein selber. Kein Präsident wird jemals grösser sein als der Verein selber. Kein Trainer wird jemals grösser sein als der Verein selber. Und wenn ich Fan bin, dann wünsche ich mir einfach, dass ich wegen dem FCB schauen. Und in zweiter Linie ist klar, kommen die anderen Aspekte. Ich möchte vielleicht mich vielleicht identifizieren mit einem. Ich finde das lässig, ich kaufe mir das Liebling von dem oder ich kaufe das Liebling nicht. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass die Demut, die Haltung wieder zurückkommt. Man geht wegen dem FCB.